Hallo und ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Abenteuer in Hogwarts Legacy. Seid gegrüßt, schön, dass ihr dabei seid. Heute geht's zum Fangen der Tierwesen. Ich möchte mehr über den Schnappsack wissen. Perfekt, die liebt Ausflüge. Ein schlimmer Wilderer. Deke hasste es, für ihn zu arbeiten. Hat hübschen Wesen Schlimmes angetan. In dieser Zeit sah Deke zum ersten Mal einen Schnappsack. Schön, wenn er einmal für gute Zwecke eingesetzt wird. Hab ich jetzt so einen Schnappsack? Da muss ich gleich mal gucken. Wir sind da. Deke liebt es, die Wesen hier zu beobachten. Besonders die Gruppe Knuddelmuffs in der Nähe. Es ist schön, wenn Sie sicher sind. Gehen Sie nur nahe genug heran, richten Sie den offenen Schnappsack auf den Knuddelmuff und drin ist er. Alles klar. Na, das kann ja was geben. So, dann müssen wir mal gucken, wo haben wir denn? Da ist der Schnappsack. Den Schnappsack machen wir jetzt mal nach da. Richten Sie den Schnappsack auf den Knuddelmuff. Wunderbar. Kann der Knuddelmuff nicht mal stehen bleiben? Das ist gar nicht so einfach, ein Stachelschwein zu küssen. Wo sind sie alle hin? Hey Knuddelmuff, bleib doch mal stehen. Ich sollte vielleicht... Okay, wir sind jetzt clever. Wir sind jetzt clever. Wir machen das jetzt mal so. Nein, nein, ich hab's. Nein, er hat mich gesehen. Er hat mich gesehen. Wo ist der kleine Knuddelmuff? Was ist denn das da? Ah. Könnte der Knuddelmuff jetzt mal ruhig stehen bleiben? Da unten, jetzt es geht auch noch das doofe Telefon. Ich werd wahnsinnig hier. Da oben sind Knuddelmuffs. Ich kann jetzt nicht rangehen, ich bin am Knuddelmuffs fangen. Nein. Rette die Knuddelmuffs. Sprich mit Deke. Ich hab Knuddelmuffs gefangen. Ich hab Knuddelmuffs gefangen. Ich konnte einen Knuddelmuff retten. Sie können so viele retten, wie der Schnappsack fassen kann. Wilderer fangen Knuddelmuffs und... Nun, Deke weiß nicht, was sie mit ihnen anstellen. Deke ist überzeugt, dass sie bei ihnen sicherer sind. Nicht alle Tierwesen lassen sich so leicht retten wie ein Knuddelmuff. Deke empfiehlt nun ein Tierwesen, das fliegen kann. Ein Jobberneu vielleicht? Na schön. Wo finde ich einen? Deke weiß von einigen der Art westlich von hier in einem großen Baum mit Blick auf Hogwarts. Aber wir müssen vorsichtig sein. Deke hat kürzlich auch Wilderer dort gesehen. Deke wird sie dort treffen, wenn sie bereit sind. Aber selbstredend. Fangen wir noch einen Knuddelmuff? Bleib ganz ruhig. Ich werde dir nichts tun. Jetzt nicht alle weg hier. Was soll das denn?
Ihr könnt doch nicht alle weghopsen. Ich will euch doch erretten. Der hat mich auch schon wieder gesehen. Die sind ja schlimmer wie Flöhe. Ich pass auf dich auf. Jetzt haben wir zwei Knuddelmuffs. Jetzt gehen wir erstmal zu Dieg, würde ich sagen. Jetzt retten wir noch einen anderen hier. Dumm, die dumm, dumm, dumm. Jetzt fangen wir was Fliegendes. Hallo, Dick. Machen wir weiter? Ja, gut. Dick hatte schon Sorge, dass sie einen Wilderer erwischt haben könnte. Vielleicht sollten wir uns sputen. Die Jobberknolle sind gleich hier, in dem großen Baum. Dick hat mal gesehen, wie fliegende Tierwesen mit Levioso verlangsamt wurden. So kann man den Schnappsack leichter einsetzen. Dann rette ich mal einen Jobberknoll. Viel Glück. Dick wird hier warten. Gut, dann müssen wir jetzt auf den hier auch noch Levioso ziehen. Wir testen es aber nochmal mit dem Unsichtbarmachen, ne? War jetzt nicht so von Erfolg gekrönt, würde ich sagen. Ah, das ist ein Wingardium. Nee, wir müssen ja Levioso müssen wir ja machen. Den hier, ne? So. Levioso. Mist, war ich zu langsam. Na, wo seid ihr denn hin? Kannst du dich mal setzen, bitte? Levioso. Das lässt doch schön sein. Mist, Verfluchter! Das musst du trainieren. So, der sitzt im Sack. Ruhig. Ich tu dir nichts. Komm mal runter. Komm mal runter. Dich errette ich jetzt auch. Levioso. Komm schon. Ich will doch nur helfen. Ich hoffe nicht, dass das seine Federn sind jetzt. Levioso. Kannst du nicht mal stillhalten? So.
Du wärst dann Professor Howell nie. Du wärst dann auch mal meins. Zwei Stück. Haben wir schon vier. La 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 la, ich bin der Tierfänger. Ich habe einen Jobberknoll gerettet. Die hofft, dass ihr Jobberknoll den Schnappsack behaglich findet. Wilderer wollen ihn für seine Federn und sind nicht zimperlich beim Sammeln. Gibt es hier noch andere Tierwesen? Diek weiß nur von einer Sorte. Eine Herde Mondkälber auf einer Lichtung am Ende dieses Pfades hier. Diek trifft sie dort. Na klar, Diek. La 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 la. Ich hol mir aber eben noch den Punkt. Hallo, Diek. Ist das die Lichtung, die du meintest? Ja. Die Mondkälber versammeln sich am großen Baum mit dem Spiralmuster, aber nur unter dem Licht des Mondes. Wenn sie also nicht zufällig eine Methode kennen, um die Zeit zu beschleunigen, dann müssen sie wohl bis Anbruch der Nacht warten, um sie zu sehen. Dann suche ich wohl mal ein Mondkalb. Diek wartet auf ihre Rückkehr. Um die Zeit zu beschleunigen, gehen wir jetzt auf die Karte, tralala, und fangen ein Mondkalb. Ein schönes, fettes Mondkalb. So, 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 mein kleines Mondkalb, du gehörst gleich mir. Hey, bleib doch hier. Ruhig. Ich werde dir nichts tun. Die Pulso! Nicht die Pulso, bist du irre? Wir wollen es doch nicht töten. Wo ist es hin? Da ist eins. Wir versuchen es mal. Wo ist es? Und meins. Jetzt ist alles gut. Genau, jetzt ist alles gut. Wir fangen noch ein zweites, weil eins alleine halten ist doof. Ein schönes kleines Mondkalb. Mist. Steck dich doch nicht so an. Genau. Ich will dich doch nur erretten hier. Nebulosa. Und ein zweites Mondkalb. Ich pass auf dich auf. Ja, so, ab zurück. Zu unserem kleinen Freund. Diek, ich komme, ich habe zwei Stück. Können wir auch so einen Hirsch fangen? Leviosa. Nur magische Tierwesen sind zu retten, okay. Ein Hirsch ist dann wohl nicht. Es war schwieriger als gedacht, aber ich habe jetzt ein Mondkalb. Noch ein Wesen, heil und unversehrt. Schade, dass wir die Mondkälber nicht tanzen sehen haben. Es ist traumhaft. Diek schätzt, dass sie hier fertig sind. Bald können sie noch mehr Tierwesen retten. Doch lassen sie uns zuerst diese hier zurück zum Raum bringen. Na gut. Diek wird sie im Raum antreffen, wann immer sie bereit sind. Gut, ich bin bereit. Ich bin bereit, Diek. Ich komme. Hogwarts. So. Jetzt haben wir so viele Tierchen. So, Diek, da bin ich. Da sind sie ja. Jetzt zeigen wir den geretteten Tierwesen ihr neues Zuhause. Super, machen wir. Aber, hier ist nicht genug Platz für okay. sie.
Man stelle sich nur vor, wie sie hier herumwüten. Das geht gar nicht. Wenn sie sich darauf konzentrieren, was die Wesen brauchen, hilft ihnen der Raum. Wir brauchen viel Platz im Wald. Hilf mir, Raum, hilf mir. An was genau hatten Sie gedacht? An das nicht. Ah, jetzt kommen wir der Sache schon näher. Nanu? Sie haben's geschafft! Aber was ist es? Das weiß Dieg nicht. Es gibt nur einen Weg, es herauszufinden. Geh du mal vor, Dieg. Wir treffen uns drin, wenn Sie bereit sind. Okay, Dieg, geh du mal vor. Das finde ich doch mal. Genau so habe ich es mir vorgestellt. Sehen Sie nur, es ist unglaublich. Wo sind wir, Dieg? Es sieht aus wie eine Heimat für Ihre Tierwesen, eine Art Tiergehege. Ihre Tierwesen werden hier behaglich leben, gesund und behütet. Vielleicht möchten Sie sie freilassen, ihnen ihr neues Heim zeigen. Ja. Drücke R1. Ach so. Ah, hier. Okay, wir konnten nur drei, wir haben aber vier. Ach, ist der putzig. Dieg glaubt, das Gehege wird ein schönes neues Heim für ihre Tierwesen. Allerdings. Ich hoffe nur, wir haben genug Platz für alle. Das hofft Dieg auch. Falls der Platz aber doch knapp wird, hilft ihnen Madame Peck bei Schnabel und Brut in Hogsmeade, ein sicheres Heim für sie zu finden. Gibt es Wesen, die nicht in den Raum passen? Ja, sie ist dafür bekannt, dass sie sich um Tierwesen in Not kümmert. Und sie bietet dafür einen guten Preis. Apropos kümmern. Tierwesen, die gut gefüttert und gepflegt werden, liefern wertvolle magische Materialien wie Knuddelmuffhaare. Wenn Sie magische Materialien von Ihren Tierwesen sammeln, zeigt Dieg Ihnen, wie Sie sie verwenden. Sehr gut. Okay. Ich sage Bescheid, wenn ich welche habe. Na, du kleiner Knuddelmuff. Füttern und bürsten. Ja, machen wir. Machen wir, aber wir haben doch noch... noch welche hier. So, wo ist denn der zweite? Da ist noch ein Mondkalb. So, jetzt müssen wir mal eben umswitchen hier. Ach ne, wir müssen erstmal hier wieder hin. So. Und dann müssen wir umswitchen, weil jetzt müssen wir die ja pflegen. So, das heißt, wir müssen das Bürstchen nehmen nach da. Und wir müssen Essen nehmen nach da. Ist der putzig? So, du wärst, schau mal. Ja, ich mag dich auch. So, jetzt du.
Okay, da konnten wir schon mal so ein... Oh, guck mal, die warten schon alle. Wie cool ist das denn? Der kleine Knuddelmuff hier. Ja, prima. Lalala, lalala, lalala. Gibt's auch noch Leckereien? So, von dir kann ich da auch noch was sammeln. So, du wirst auch noch gebürstet. So, und du wirst gebürstet. Nicht vordrängeln hier, du bist schon mal gebürstet worden. Oh, wie putzig. Und jetzt kriegst du auch noch was zu futtern. Guck mal, da kann ich hier auch noch Härchen sammeln. So, aber wir hatten noch einen zweiten Knuddelmuff. Wo ist denn der? Wo ist der zweite Knuddelmuff? Da hinten. Knuddelmuff, was ist los mit dir? Nicht so schüchtern. Ich habe gar nicht geguckt, ob wir Männchen und Weibchen haben. Ich hoffe. Ist das toll. So, von dem hier, der hier ist jetzt, das ist ein Männchen. Und du da hinten? Ein Weibchen. Ja, perfekt. Da kriegen wir bestimmt Babys. Da kriegen wir Babys. Ich habe magische Materialien gesammelt, Deke. Deke kann Ihnen zeigen, wie Sie sie anwenden. Mit dieser Zauberanweisung müssen Sie einen verzauberten Webstuhl beschwören. Einen verzauberten Webstuhl? Ganz recht. Damit können Sie magische Materialien nutzen und in jede Faser Ihrer Kleidung Magie einweben. Dadurch wow. Wird sie auf verschiedenste Weise nützlicher. Versuchen Sie es doch mal. Deke glaubt, Sie werden vom Ergebnis begeistert sein. Dann probiere ich jetzt den Webstuhl aus. Lalalala, jetzt haben wir einen Webstuhl. Und wir haben Knuddelmuffs. Und wir müssen wieder wechseln. Jetzt müssen wir wieder Beschwörung, ne? Genau, Beschwörung, die machen wir erstmal da. Schwupps. So. Und wir sind jetzt hier und jetzt machen wir den Webstuhl nach hier. Oder? Der Raum geht bestimmt nach da auch noch mal weiter, ne? Ich muss mir mehr Platz wünschen. Wir haben zu wenig Platz. Schreibtisch der Beschreibungen und ein Webstuhl. Den Webstuhl setzen wir nach hier. Und dann mache ich direkt mal einen Schreibtisch der Beschreibungen. Ach, den haben wir ja schon, ne? So, genau. So, und dann ändern wir jetzt doch einfach... Ändern wir doch jetzt einfach mal... Okay, ich habe jetzt überhaupt gar keine Ahnung, was wir gerade anhaben. Dass die Brille... Achso, das war wir... Okay, jetzt muss ich... Ich muss erst gucken. Ich muss erst mal gucken, was wir jetzt anhaben. So, und wir haben hier an... Schwarze Nietenhandschuhe, okay. Und die schwarzen Nietenhandschuhe, die wollen wir jetzt verzaubern. Testral für die nächste... Das ist ja cool, ne? Das ist ja cool. Ich bin begeistert. Ich bin entzückt. Machen wir den doch auch nochmal, oder?
Uwe-Boss, okay. Und dann machen wir hier unser Mützchen noch. Krötenwarzen. Fell eines Nifflers. Ich sehe schon, wir verbringen hier ganz viel Zeit mit Tiere fangen noch. Nifflers. Jobberknolls. Krötenwarzen. Und Krötenwarzen, gut. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Was sollte ich mit den magischen Materialien tun? Nee. Beschwören Sie mit der Zauber. Kehren Sie zu Dick zurück, sobald Sie etwas verbessert haben. Hab ich doch schon. Ach, ich soll jetzt bestimmt noch was verbessern, was ich jetzt gerade nicht im Inventar habe. Dann mache ich den hier mal. Also, was ich nicht anhabe, ne? So. Dann gucken wir mal. Jetzt mal gucken, ob... Was sollte ich mit den magischen Materialien tun? Beschwören Sie mit der Zauberanweisung einen verzauberten Webstuhl. Dann können Sie die Materialien in Ihre Kleidung einweben. Kehren Sie zu Dick zurück, sobald Sie etwas verbessert haben. Hab ich doch. Füge einem Kleidungsstück eine Eigenschaft hinzu. Habe ich jetzt irgendwie... Jetzt muss ich nochmal gucken hier. Aber hab ich doch. Muss ich die komplett zumachen. Aber ich habe eine Eigenschaft, habe ich doch getan. Oder nicht? Ich gucke ich nochmal hier drauf. Ist jetzt etwas verwirrend, würde ich sagen. Was hatten wir denn gemacht? Hier hatten wir da was gemacht, oder nicht? Keine Eigenschaften angewendet. Keine Eigenschaften angewendet. Oder muss ich jetzt noch mal an den anderen Tisch? Im Moment brauche ich ihn für nichts. Guck hier, Konzentration, Fokus alter Magie, Kräuterkunde. Okay, jetzt habe ich's verstanden. Eigenschaften betrachten. So. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Das sollte ich Dieb zeigen.